Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, noch 2 Tage Temposchub. Das heißt, da müsste ich mich auch bald wieder um Nachschub kümmern. Nein, ich will das, wo ich vorstehe. Ich wollte noch mal eben gucken, was ich jetzt eigentlich brauche. Ja, ich habe es geahnt. Es war der rote, der Rubin. Weil den Rubin haben wir nämlich bisher noch nicht gefunden. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir noch mal, ja, mindestens ein, wenn nicht sogar zweimal weiterkommen in der Mine. Ich glaube, 2 oder 3 Etagen sind noch frei. Und die Blumen, ja gut, die brauchen halt noch dementsprechend was. Da fällt mir übrigens gerade was anderes ein, was ich ausprobieren wollte. Schlossknacker-Zauberformel. Wie ging die jetzt nochmal? Da haben wir genug für. Vor allen Dingen, warum Eier? Das verstehe ich bis heute noch nicht. Wir nehmen einfach mal ein paar davon mit. So 3. Ich weiß nicht, wie viele wir jetzt wirklich brauchen. Können wir hier eigentlich noch was machen, was jetzt gerade. Achso, das ist der Glaskugeltrank. Schwebetrank. Wir haben noch eins davon. Brauchen wir doch jetzt. Aber egal. Okay. Belebender Trank. Ich weiß nicht, ob wir die Alraune nochmal für was anderes brauchen, aber wir machen den Trank mal. Weil ich muss tatsächlich viel in der Mine rumlaufen, so wie es aussieht. So, Frage ist jetzt, muss ich gießen? Ja, gießen muss ich jetzt wieder. Mit meiner wunderschönen Eisengießkanne. Wo quasi fast gar nichts rausgegangen ist, so wie es aussieht. Moment, können wir hier unten? Nein, nicht die. Sehr schön. Wir können Orangen einsammeln. Super. Kitty. Dich dürfen wir natürlich Oh, nicht such a pretty vergessen. girl. Ja. Dann schaue ich nochmal, auch wenn ich ehrlich gesagt momentan überhaupt. Ah, ich wollte gerade sagen, überhaupt gar keine Hoffnung mehr habe. Nein, nein, nein. Mach die Hand davon weg. Ich will das Unkraut haben. Der Baum interessiert mich doch nicht. Außerdem brauche ich alles, was wir können. Naja, gut, okay, so ein Teil ist okay. Einmal hauen und 3, 4 Sachen rausbekommen, das ist in Ordnung. Aber ich brauche doch meine ganze Energie jetzt für die Mine, wo ich nachher noch hin muss. Oh mein Gott. Wir können 2 machen. Wir können 2 machen. Wir brauchen noch 7. Ich laufe hier vor lauter Vorfreude, laufe ich hier schon überall gegen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Direkt mal reinmachen, damit ich es auf gar keinen Fall vergessen kann. Oh, sehr, sehr geil. Was ist das denn jetzt schon wieder? Ach so, das mit dem Besen. Ja, das können wir heute auch noch machen. Ich dachte schon, da wäre jetzt irgendwas Neues. So, der dürfte auch bald fertig sein. Der ist fertig. Ach so. Ich wollte gerade gucken, wie lange der noch braucht. Okay, Moment. Wir müssen erstmal hier. Ihr habt das auch gesehen, oder? Ist das ein Bug oder liegt das an der Gießkanne? Ich habe jetzt mehrere gegossen. Wie geil ist das denn? So, welcher von denen? Ist das der obere oder der untere? Das war klar, dass das der falsche ist. So, da können wir nochmal Honig einsammeln. Und hier bei denen denke ich mir mal, ja, die sind zwar relativ kurz vorm Ende, aber da können wir noch nicht. Okay. Warum brennt eigentlich die ganze Zeit drinnen das Feuer? Das finde ich nicht gut. Das ist so ein Brandherd, das ist immer Gefahr. Ich kann doch nicht einfach so ein offenes Feuer machen und dann einfach nach draußen gehen. So, heute sind sie mal nicht alle total wie die Bekloppten. Ja gut, das Huhn ist jetzt auch wie bekloppt auf mich zugelaufen, aber nicht so wie gestern, wo sie alle gedrängt haben. Okay, ich nehme alles zurück. Das Huhn hat jetzt auch gerade schon wieder angefangen, hier rumzudrängen. Ich glaube, das ist gerade tagesformabhängig. Oh, das eine ist groß geworden. Ich glaube, das, was groß geworden ist, habe ich gerade schon gefüttert. Oder ist es das Weiße? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Nee, Moment, das Weiße. Oder Beatrix? Doch, Beatrix ist das Neue. Dann habe ich das andere schon gefüttert. Das, was groß geworden ist. Aber das ist cool. Kikerifi, du warst doch das davor, meine ich, oder? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Aber ich meine, als letztes hatte ich einen normalen Namen.
So, mit Hühnerfedern kann ich euch jetzt alle vollwerfen. Ha! Es wäre nur ganz schön, wenn man irgendwie so eine Pfeife nehmen könnte. Pfeifen könnte und dann stellen die sich entweder alle der Reihe nach hin oder die setzen sich alle nach drinnen, sodass man die dann besser abernten kann, sozusagen. Dann laufen die nicht alle mal durcheinander und dann muss man gucken, was man jetzt drückt oder was falsch gedrückt ist. Und komm her, komm her. Wir müssen dir die Wolle abmachen. Schneeflöckchen. Schneeflöckchen, die du gar nicht weißt, was. Flupp. Ich weiß auch immer noch nicht, wie ich da eigentlich drauf gekommen bin. Dass das Schaf, was braun ankam, nachher weiß wird. Also wenn es groß ist. Totaler Schwachsinn, aber... irgendwie habe ich mir dann gedacht, so Schneeflocke passt wunderbar zu einem weißen Schaf. Und habe dann ja festgestellt, okay, das Schaf ist braun. Aber gut, shit happens. So, mein Küchen. Butterfly. Nee, Butterblume. Ja, doch. Aber es sind die deutschen Wörter. Die ist echt sowas von groß, ne? Ja. Ich weiß, du findest es immer total toll, wenn ich dich melke. Ach ja, so ist das richtig für einen guten Biobauern. Ach so, Thema Biobauer. Ich muss auch mal wieder was Neues zu futtern holen, ne? Wir haben Freitag. Da müsst ihr da doch eigentlich arbeiten, oder? Hexenkraut. Ich hoffe, ich habe das beim letzten Mal auch schon mitgenommen. Nein, natürlich arbeitet er nicht. Wieso arbeitet der nicht an einem... Ach so, wegen der Uhrzeit? Nee. Auch gerade übers Wochenende hat er geschlossen. Ich dachte, gerade übers Wochenende hat er auf. Okay. Dann werden wir jetzt noch mal kurz oben ins Wäldchen gehen und gucken, ob wir da noch was Neues finden. Und dann werden wir uns gleich... Nee, wir müssen das alles aufbewahren für die Mine. Ich darf es heute... keine Fische machen. Ich darf da jetzt nicht hinsteuern. Ich darf die am besten gar nicht angucken, damit ich gar nicht erst in Versuchung gerate, die Fische zu machen. So. Schwarzkümmel. Habe ich noch nie gebraucht für irgendetwas, aber finde ich immer wieder gut, wenn ich es finde. Okay. Da hinten ist das dritte. Sehr schön. Ich wusste es. I found something. A recipe. Juwelenreis. Ich habe irgendwie gerade Juwelenkreis gelesen. Aber egal. So. Sie scheint irgendwie überhaupt nicht arbeiten zu wollen. Sie kommt zumindest nicht raus. Jetzt gucken wir mal eben. Die Büsche sind auch noch nicht so weit, ne? Ne, die Büsche sind auch noch nicht so weit. Dann haben wir hier eigentlich nichts mehr zu tun. Wir können das Ganze so ein bisschen abkürzen. Und können dann direkt mal gucken, was mit dem Besen hier ist. Oh, 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 oh. Wieso habe ich so wenig Zauberkraft? Ich muss dringend heute mal meine Zauberkraft wieder auffüllen. Oh, was machst du denn hier? Fairhaven looks like an unassuming postcard. But when you've lived here long enough, the mysteries don't end. Wesley. Kai's quite sharp. If I give him a book recommendation, the next time I see him, he's finished it and ready to chat. Würde mir auch so gehen, wenn ich zu viel Zeit hätte und... ja. Also ich lese sehr, sehr gerne, muss ich dazu sagen. Ich habe nur leider nicht die Zeit dazu, deswegen versteife ich mich so ein bisschen auf Hörspiel aktuell. I do not envy you, witches. There's far too much to learn within such short lifespans. Ja, wir könnten einen Deal machen. Du machst mich unsterblich und dann habe ich ein bisschen mehr Zeit, um das alles zu lernen. Sometimes, my wildling, I hear birds singing so cheerily that I want to throw myself on the ground and weep. It's so pretty. It never gets old. Okay. So, dann... nee, Moment, da gehen wir wieder runter. Dann schauen wir mal. Ich hoffe, dass sie überhaupt heute da... ja, sie ist da. Oh, ich dachte schon.
All right, Tara. Get a load of this! My finest work yet! I don't want to say that it looks the same, but it looks the same. It's how she flies that matters, not how she looks, silly. And she'll only fly for you. Now, you'll only want to use this broom in Fairhaven. Perry placed a charm here to keep witches from coming and going unannounced. Oh, and you can forget about taking your broom into the glo- Oops, I said too much. No, Lucifer. Never mind. The glow? What's the glow? Nothing at all. Anyway, here's some levitation potion. You'll need to keep her fully charged to fly around, so keep a batch of levitation potion brewing whenever you can. Okay. Abgesehen davon, dass jetzt oben gerade Wasser ins Haus eindringt. Netter Bug. Besen können nicht nur kehren. Aufgabe abgeschlossen. Als Belohnung erhältst du einen Zauberbesen und 10-mal Schwebetrank. Achso, reden kann ich auch noch mit dir. Sometimes I see you walking around and I want to shout, "Hey, Hazel! You look so much like how I remember her." Ja, wobei sie wahrscheinlich ein bisschen weniger Rot in den Haaren hatte, ne? Wo sie sich dran erinnern kann. Vor allen Dingen, wie kann sie sich dran erinnern? Sie war ja sehr alt am Ende. Deswegen, aber ich weiß schon, was sie meint. Oben habe ich gegossen, ne? Das habe ich doch vorhin, ja, hatte ich vorhin gemacht. Okay. Dann, Schwebetrank haben wir. Die Frage ist, haben wir den Besen jetzt im Inventar? Anscheinend ja. Aber wie machen wir das jetzt? Mal schauen, ob wir den überhaupt finden können. Achso, da ist der Besen. Dieser Zauberbesen ist praktisch, wenn man schnell mal eine Runde durch die Stadt drehen will. Kann nur mit einem Schwebetrank fliegen. Keine Sorge, Zivilisten und Zauberkräfte können dich nicht auf deinem Besen sehen. Ja. Und wie mache ich das jetzt? Oder muss ich das irgendwie über die Karte machen? Klicke auf einen Ort auf der Karte und mit dem... Nein! Klicke erneut auf die Besenmarkierung. Nein! Ihr habt das jetzt aber nicht extra für mich eingefügt, oder? Das war schon so ein Feature, oder? Ich weiß nicht, wie oft ich gesagt habe, man müsste hier porten können. Eigentlich hier. Hallo? Aber es geht nicht. Achso, darauf muss ich. Oh, wie geil ist das denn? Auf und davon, das ist sogar eine Errungenschaft. Wie geil. Oh, hi, Cameron. Ich hoffe, du hast mich nicht gesehen. Sometimes I'll catch a whiff of what Angus is baking. It's a great practice in willpower, let me tell you. Weil da stand ja nur, ne, dass die einen nicht sehen können, wenn man drauf liegt, aber nicht, dass die einen, also dass sie das nicht mitbekommen, dass man plötzlich auftaucht. Do you ever look into your own future, Shelby? I used to. These days I prefer to let it stay clouded. Ist das geil. Wobei, ein Wehmutstropfen hat es trotzdem, weil man muss halt eben wieder viel Zauberkraft, beziehungsweise man muss halt was herstellen, damit man es überhaupt benutzen kann. Aber das ist ja mal richtig, richtig geil. Ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich so oft benutzen werde. Aber alleine schon, dass man es kann, finde ich schon grandios. Watching Kim and Bruno fish is quite sweet. They're such an unlikely pair. Okay. So. Oh. Noch eine Alraune, sehr schön. Und ich denke... Ja, genau. Ich wollte ja heute Nacht eigentlich den Zauber dann auffüllen. Nee, eigentlich wollte ich das, glaube ich, sogar gestern schon gemacht haben. Ich gebe zu, ich hab's vergessen. Have you checked out the Consciousness Center yet? We accept everyone, even people whose families didn't come over on the Mayflower. Imagine that. Ja, ganz überraschend ist das ehrlich gesagt nicht, weil freiwillig werden da wohl nicht so viele Leute hingehen. So, mit dir nochmal.
I became a teacher because I believe that children are our future. Oh, so do you have any kids? No, no way. I mean, not yet. Kids are great. I love kids. So. Violet. Fall is going to be, like, intense. I can feel it. There's something in the air. It might be the stink bomb the twins set off outside the school, but also, it's my intuition. Ja, ich befürchte allerdings auch, dass es heiß hergehen wird. Whoa, the air conditioning is really on full blast in here. Yes, well, it's important that I, as the mayor, am able to focus on solving the problems our town faces. Do you have a solution for the water shortage yet? As I said, I need to be allowed to focus, if you'll pardon me. Tja, beim Bäcker müssen wir nicht rein. Ich guck zwar mal kurz, was kann ja immer mal sein, dass der eine Quest hat oder sowas. Scheinbar nicht. Take it easy in this heat, especially if you go into the mines. Precious metals are great, but you don't want exhaustion to creep up on you. Okay. So, zu ihr müssen wir nicht. Dann gehen wir mal hier runter. Oh, was ist denn jetzt mit meiner Stimme los? I am so ready for summer to be over. My kids need something to keep themselves busy. Wie viel Mehl habe ich noch? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. 13. Dann kaufen wir noch mal was dazu. So. Ich denke dann ja mal, oh, jetzt hast du so wahnsinnig viel Geld ausgegeben, aber der kriegt sowieso nichts Neues rein. This stall couldn't be in a better location. If I ever need a break, Sophia's is right there. Hilft sie dir, die Pause zu überstehen? Okay, Olivensetzling, meine ich, habe ich. Orangen habe ich auf jeden Fall. Da ist keiner. Cooking always lifts my mood. I always thought that that ran in the family. Then Juliet came out practically attached to a guitar. Cameron just invited me to the center. I swear he tries every other week like I'll suddenly change my mind. I hate how much it reminds me of my parents. Summer's a great season for kicking back with an ice cold brew. Just don't kick back too far. I can't tell you how many broken bar stools I've had to replace. Oh je. Hallo, ich will mit dir sprechen. Finn gave me a drawing of my chickens the other day. Good, too. Aw, maybe he's warming up to you. Well, that or it's phase one in some epic 10-part prank he's gonna play on me. You really never know with that kid. So, jetzt ist die Frage, habe ich mit ihm jetzt heute schon gesprochen? Nee, ne? Doch, heute schon. Okay. Ja, sie war ja drüben. Dann haben wir ja hier quasi schon alles. Dann würde ich sagen, dass ich jetzt noch mal ein bisschen in der Mine arbeite. hoffentlich... Ach so, Moment. Ich muss euch ja erstmal mit in die Mine mitnehmen. Ich hatte mir auch extra aufgeschrieben, meine ich, wo die Kisten waren, oder? Moment, ich gehe jetzt... Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Erstmal in die Mine rein. So, die große Frage ist jetzt... Ich hatte es mir, glaube ich, nicht aufgeschrieben, wo die sind. Scheiße. Ja, dann würde ich sagen, dann fangen wir irgendwie mal mit 1 an. Wobei, ich glaube, da war jetzt noch nichts. Ich bin mir nicht sicher. Also, da können wir was einsammeln sogar noch. Nee, hier war noch nichts. Weil ich möchte nämlich gerne die Truhen mal versuchen aufzukriegen. Ich habe den noch jetzt dabei, oder? Den. Nee, das sind die Aufgaben. Was mache ich denn hier?
Ja, 3 Stück habe ich dabei von diesen Schlossknackzauber. Ich weiß nicht, ob man die auch auf den Truhen anwenden kann, aber es wäre zumindest logisch. Und wenn ja, würde ich nämlich gerne mit euch zusammen gucken, was da drin ist. Kam die erst so viel später? Das ist ja... Ah, hier ist eine. What's inside? I cannot see. I'll open you up and set you free. Neue Rezepte. Locum, Succotash und Spaghetti alla Puttanetscha. Netzka. Ach, was auch immer. Also Spaghetti auf jeden Fall. Cool. Da sind also Rezepte drin, so wie es aussieht. Oder es ist vielleicht immer was anderes drin, das weiß ich nicht. Aber ich gehe mal davon aus, das sind dann wohl immer Rezepte. Hier ist keine drin. Ja, die war auch, glaube ich, nicht in jeder Ebene. Drum, drum, drum. Lauf doch mal an den Sachen vorbei. Hier ist auch wieder nichts. Ich finde es doof, dass da nicht drin steht auf... Moment, da war doch gerade noch ein Pilz. Den nehmen wir doch mal direkt mit. Ich finde es doof, dass da nicht drin steht, auf welcher Ebene man eigentlich ist. Das heißt, wenn man reinkommt, hätte man sagen müssen, was weiß ich, Stage 5 oder so. Das wäre ganz cool. Hier ist auch wieder keine Truhe. Okay. Oh. Hilfe, habe ich mich jetzt erschrocken? Nein, ich will da nicht rein. Den hatten wir anscheinend auf der Ebene noch gar nicht. Na gut. Auch nicht schlecht. Dann schauen wir mal. So langsam müsste doch wieder eine Kiste kommen, oder? Haben wir da so wenig Kisten gehabt, ehrlich? Ich dachte, das wären so viele gewesen. Wobei wir dann wahrscheinlich mit 3 nicht allzu weit gekommen wären, wenn das jetzt wirklich so viele gewesen wären, aber... Da ist noch eine. Perfekt. What's inside? I cannot see. I'll open you up and set you free. Und wir haben anscheinend immer Rezepte. Wir haben Rezepte für Neuengländer Fischsuppe, Plunder und Rindfleisch-Käse-Sandwich. Sehr schön. Dann schauen wir mal, ob wir da noch was machen können. Ich glaube, so langsam sind wir wahrscheinlich schon bald am Ende, ne? So wie wir durchraschen. Einen Pilz nehmen wir noch schnell mit. Da ist noch einer. So, den nehmen wir auch noch mit. Hier ist keine Truhe. Mal schauen. Den können wir auch noch direkt mitnehmen hier. So. Ist hier jetzt eine Truhe oder nicht? Oh, lauf, komm. Jetzt kommt die da nicht durch. Ist das euer Ernst? Hier ist keine Truhe. Hier unten auch nicht? Nee. Das ist immer noch nicht das Letzte, weil da war, glaube ich, so ein großes Rad oder irgendwie so. Also nicht Rad, aber so ein, wie für ein Schaufelbagger, so ein Ding, glaube ich, lag da. Okay, hier ist auch keine Truhe. Ja, genau, das hier ist das Letzte. Wobei ich mir nicht sicher bin, hatten wir da jetzt eine Truhe in dem Teil drin oder nicht. Da müsste ich jetzt mal gucken. So, das können wir dann mitnehmen. Pilz ist auch noch hier drin. So. Gott, was haben wir denn heute alles hier zum Einsammeln? Hey. So, hier ist die Tür, aber wir haben hier keine Truhe. Ich guck nochmal kurz hier unten. Nee, hier unten ist auch keine Truhe. Ja, dann würde ich sagen, dass ich da mal anfange, hier die Mine zu säubern sozusagen. Und nach dem Schlüssel suche. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Entweder wenn ich was gefunden habe, also dann hier nochmal kurz. Oder wenn ich nichts gefunden habe, dann sehen wir uns gleich im... Obwohl, wir müssen uns eigentlich nicht im Wald wiedersehen. Obwohl, doch, vielleicht schon. Es kann sein, dass sie noch was anderes zu reden haben. Also ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich nochmal im Wald wieder und gucken, ob die noch andere Sachen in den Dialogen drin haben. Bis gleich. Hey, this looks like a key to the next level. Oh, endlich. Dann schauen wir doch mal direkt, wie das nächste Level aussieht.
Lauf, 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 lauf. Right. This is the floor the High Priestess gave me the key for. At least I don't have to go looking under every rock for it this time. Nein, oder? Echt jetzt? Muss ich jetzt nicht jedes Mal wieder aufs Neue hier, wie blöde, alles kaputt machen? Mal eben gucken, wie kommen wir denn jetzt zum Ende hin? So. Sehr schön. Truhe haben wir auch wieder. What's inside? I cannot see. I'll open you up and set you free. Oh, ich musste gerade mal meinen Tee runterschlucken. Und es sind wieder drei neue Rezepte. Einmal für Ramen, Pumpkin Spice Latte und Hummer Thermidor. So, was ist das jetzt hier? Achso, da können wir einfach... Ich dachte jetzt schon, das ist ein Rätsel. Ich meine, sie hatte uns zwar... Oh, was ist das denn? Und diese Sachen... Jetzt weiß ich gar nicht, auf welcher Ebene wir eigentlich sind. Moment, wenn ich da jetzt draufklicke, kommen wir dann raus oder... Ebene 15, okay. Ebene 15 müssten wir theoretisch, so wie es hier aussieht, so einen Stein finden. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, hat sie, glaube ich, auch gesagt, dass wir, um das herstellen zu können, den Stein brauchen, glaube ich, hat sie noch gesagt. Oder das haben wir so mitbekommen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Und ich meine, sie hatte dann gesagt, um allerdings auf diese Ebene zu kommen, wo wir das machen können. Warum ist das hier so kaputt? Kann man aber auch nichts mitmachen. Dass wir... Wir haben ja aber gar nicht so viel. Oh je, das sieht nicht gut aus. Dass wir hier diesen... Ach, hier ist noch was. Dass wir hier diesen Stein finden müssen. Den... Rubin war es, glaube ich, ne? Also den roten, meine ich, brauchen wir. Kann ich jetzt nicht mehr nachgucken. Das ist das Blöde. Also ich gucke hier nochmal so ein bisschen rum. Solltet ihr mich nicht mehr in der Mine finden, dann habe ich leider nicht den passenden Stein gefunden, beziehungsweise habe dann leider gar nichts mehr gefunden. Ansonsten, ja, sehen wir uns gleich im Wald wieder. Bis gleich. So, wir sind nun wieder im Wald angekommen und können auch direkt Blümchen pflücken. Zeitlich war es jetzt richtig perfekt. Genau in dem Moment, wo ich aus der Mine rausgegangen bin, war es 7 Uhr. So, das heißt, dass wir auf jeden Fall schon mal auffüllen können, aber wir reden vorher nochmal mit den anderen. Is all the secrecy and fancy speech getting to you yet? Is it that obvious? I was the same at the start. It's annoying, but worth it. What are the stars saying tonight, Farseer? They'll tell you themselves, if you start listening. Be certain that no one sees you coming or going from this new place. With Otto's new neighborhood watch, we can't be too careful. Ich dachte gerade schon, die hat was Neues, aber die hat natürlich nichts Neues. So. What kind of a witch will you be? A good witch? There are no good witches or bad witches. Only good or bad actions. Dann, was nehmen wir denn da am besten? Wir haben ganz viele Mondblumen. Nehmen wir da doch mal eine von. Oder auch zwei. Oder drei. So, die Frage ist... Ich will jetzt nicht so viele noch davon nehmen. Wir nehmen noch Brombeeren. Drei reichen. So. So, perfekt. Dann ist das auch nochmal aufgefüllt. It took me ages to get this far in the coven. But don't give up. You'll get the hang of it. Ja. Und ich verabschiede mich dann schon mal für heute. Und wir sehen uns dann gleich, wenn ich ins Bettchen gehe, wieder. Ich gehe tatsächlich zu Fuß. Ja, ich will mir das wirklich aufsparen mit dem Besen. Wahrscheinlich spare ich mir das so lange auf, dass ich es niemals benutze oder so. Ich weiß es nicht. Ich sage schon mal gute Nacht und bis zur nächsten Folge. Ciao! I'm sleepy.
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.